Wir sind an der Tokyo Stock Exchange und treffen Rüdiger Born von Born Traders, ein Trader und Vermögensverwalter. Schön, dass wir Sie treffen dürfen. Herr Born, toller Ort hier in Tokio. Sie leben auch, zumindest zum Teil, in Tokio. Was macht den Reiz von Japan aus? Es ist ein sehr besonderes Land. Das Tolle ist, dass es wirklich eigentlich sehr westlich geprägt ist, aber doch immer noch ein bisschen Abenteuer. Es ist alles ein wenig fremd, sehr sicher, sehr sauber, sehr viel Excitement, was man hier hat. Aber eben auf der anderen Seite die Verbindung gerade zum Westen für mich als Händler natürlich auch wichtig. Japan ist sehr weit weg für uns Deutsche, für uns Europäer. Und lange Jahre von 1990 an nach der Big Bubble ging es nur abwärts mit dem Nikkei-Index und insgesamt allen Börsen hier in Japan. Wie sieht die Situation in den vergangenen Jahren aus? Ja, tatsächlich, wenn man rein nur auf die Werte guckt, dann sieht es wirklich traurig aus. Man redet ja auch von der Lost Generation, also dass man einfach eine Generation verloren hat, wo es nicht wirklich nach vorne gegangen ist. Auf der anderen Seite, die Japaner leben gut. Es ist vielleicht dann doch eine Diskrepanz zwischen den Börsenkursen und dem echten Leben hier vor Ort. Gar nicht so dramatisch, wie man sich das manchmal vorstellt. Zum 1. Oktober ist die Mehrwertsteuer in Japan erhöht worden. Zumindest, als ich die Medien gelesen habe, ein großes Thema. Es ist auch ein großes Thema für die Japaner, weil es teurer wird. Ja, nicht so wirklich. Also man nimmt das nicht so sehr wahr, insbesondere auch bei den Preisen nicht direkt, weil die Preise meistens ohne Mehrwertsteuer sogar angezeigt werden. Das heißt, die muss man dann nochmal on top draufschlagen. Und in manch einem Produkt ist es dann auch so gewesen, dass man die Produkte einfach ein bisschen kleiner abgepackt hat. Also das ist nicht wirklich, dass es durchschlagend ist. Und die Japaner sind eigentlich immer sehr positiv, da mault man nicht gerne, sondern man sagt dann, naja gut, es ist so. Was gehen wir jetzt noch essen? Was sind die nächsten großen Trends, die Sie ausmachen? In Deutschland reden wir viel über Digitalisierung, aber tun offen gesagt nicht wahnsinnig viel. Wie sehen Sie das hier in Japan? Ja, Japan ist da so ein bisschen der schlummernde Riese. Auf der einen Seite ist man sehr rückständig in vielen Bereichen, wo man denkt, das kann doch nicht sein, dass man so noch Sachen mit Fax erledigt. Auf der anderen Seite wird sehr viel über Digitalisierung, Roboterisierung gesprochen. Da ist man sehr, sehr weit vorne, auch natürlich in der Mobilität. Man versucht hier andere Konzepte nochmal zu fahren. Das ist sehr, sehr fortschrittlich. Also eine große Diskrepanz zwischen dem Mann auf der Straße sozusagen oder dem Menschen auf der Straße und das, was in den Firmen im Moment schon vorbereitet wird. Also ich glaube, Japan versucht dort weiter die Nase vorne zu haben und ist auch ganz gut auf dem Weg. Abschließend gehört Japan in jedes Depot? Auf jeden Fall. Ich denke, es ist zwingend, weil es ein bisschen die Verbindung ist zwischen Asien und der westlichen Welt, ein bisschen die Twitter-Position dort hat, natürlich nicht ganz so innovativ jetzt wie China möglicherweise, die einfach ganz weit nach vorne jetzt pushen, die viel, viel Kraft haben, aber auf der anderen Seite ja doch sehr verlässlich auch für uns Investoren dann eben ist. Also insofern auf jeden Fall ein Muss. Danke für die Einblicke. Rüdiger Born hier an der Tokyo Stock Exchange.